aussieht. Also bei mir war es so, als es nicht gespeichert hat, dann waren dann auch die Kisten nicht da. Ja, die Also er hat Kisten einfach sind die ja Tanks nicht da. gespeichert irgendwie. Wobei, wenn wir rauskommen, wenn wir wieder draußen sind, müsste ich echt mal sehen. Dann muss ich mal schauen, ob ich in die Kiste, die du letztes Mal aufgestellt hast, als ich dich verloren habe, in den Untergrundhöhlen, ob da noch das Zeug drin liegt, weil da habe ich letztes Mal was reingetan und es hat es nicht gespeichert. Ich dachte Achso, letztes Mal. Moment, achso, die Kiste, die oben ist, an der Schlucht, oder? Ja. Ich dachte letztes Mal eigentlich wirklich daran, dass da dran liegt, dass bei mir irgendwie Hamachi nicht mehr laufen wollte. Ich musste es neu installieren und musste irgendwie damit Netzwerk und so Zeugs da schauen. Und ich dachte, da dran läge es. Es hätte ja auch sehr gut sein können. Aber es lag auch nicht da dran, weil ich glaube, dieses Mal. Wobei, weiß ich gar nicht. Naja, müssen wir mal schauen. Ich müsste da mal rumfragen, weil einer, der mit mir das Ganze eingestellt hat, das Ganze den Server und Hamachi und so Zeugs da, der müsste eigentlich wissen, wie ich das Ganze beheben könnte. Oder ich müsste mir eine neue Minecraft-Version runterladen und genauso einen neuen Server machen. Wäre auch gut möglich. Aber du hast... Ach so, stimmt. Versuch mal dieses Mal dein Zeug zu behalten. Nicht viel, nicht viel. Aber irgendwie so ein paar Stöckchen oder ein bisschen Erde zu behalten. Und dann können wir schauen, wenn du dich neu einmeldest. Weil... Also dann ist es normalerweise gespeichert, glaube ich. Ja, genau. Das möchte ich mal sehen, ob das geht oder nicht. Weil wenn es nicht geht, dann wäre es halt ein bisschen doof. Wenn es geht, dann ist es sehr schön. Ja. Dann habe ich nichts verloren, dann habe ich nichts... Ja. Beziehungsweise Erde hat man hier eh genug. Die Wellen sind ja praktisch unendlich. Von meiner Festplatte sind die halt begrenzt. Oder beziehungsweise von allen Festplatten. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch 8 GB an Festplatten besitzt. Nicht mal Gronkh oder so, die viel aufnehmen. Weil, ja, bedenk mal, wie viel... nimmst ja sicherlich, nee, du nimmst nichts am PC auf. Aber sicher können die Leute, die irgendwas Nee. am PC, nee, du nimmst nichts am PC auf. Aber ich nehme am PC auf und Need for Speed kommen bei mir dann schon manchmal. Wie viel Gigabyte waren es denn? Will ich jetzt, Oh, bei mir ist... Internet down. Ja, bei mir ist... Ich bin draußen aus dem Server. Wie? Versuch halt wieder, ja, jetzt. Hast du dein Jetzt bin ich Zeug? wieder drin. Hast du dein Was? Zeug? Hast du dein Zeug behalten? Ja. Ah, gut, Ja, ich habe mein Zeug noch. dann wird's hoffentlich Aber es hat laufen. sowieso schon die ganze Zeit geleckt und ich bin jetzt hier eingemauert. Ah, nee, doch nicht, warte. Nee, 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 bist du nicht. Okay. Es war jetzt ein bisschen Bist du komisch, irgendwie weil dunkel. Skype hat auch gerade voll geleckt. Ja klar, Keine das Ahnung, was kommt da halt an los der ist. durch die wunderbare Verbindung der Telekom, weil ich habe mit einem, der heißt Stefan irgendwie 9974 oder 47, ich kann mir ja einfach die Zahlen nicht merken, in welcher Reihenfolge die kommen. Mit dem habe ich auch und bei geskypt und bei dem ist es so viele Male gebrochen. Also abgebrochen irgendwie, Skype-Gespräch abgestürzt und so. Und da habe ich mich echt gefragt, liegt es an der Telekom? Weil Telekom ist ja so ein bisschen in Baden-Württemberg vor allem Nachzügler. Naja, aber da sprechen wir nicht mehr weiter. Ich glaube, wir haben immer noch nicht zu Ende gesprochen über Android und Ding da. Ja, genau. Weil wir waren bei meinem Handy stehen geblieben, das hat ja keinen da läuft ja Modern Combat 4 nicht. Und Modern Combat 3 läuft ja ziemlich flüssig. Und da kommen überhaupt keine Lags. Und das verwundert mich jetzt, dass es nicht geht. Ja, ich habe ja auch Modern Combat 4 auf dem iPod gezockt, aber seit ich jetzt das iPhone habe, zocke ich es da, iPhone weil was? es einfach noch besser läuft und dann iPhone was? 4? 4S. 4S? Ah, okay. Ja, gut. Ja, gut, wenn man bedenkt, ja gut, ich habe einen Kern, aber das Problem liegt ja nicht am Kern. Das Problem liegt daran, dass, keine Ahnung, was Android sagt. Der Kern, der ist ziemlich leistungsfähig und überholt die meisten 2 Kerne. Oder sogar 4 Kerne, weil im Benchmark liegt mein Handy vor dem One X und auch vom WLAN her, also lädt es schneller. Ich hatte schon Erfahrung mit einem One X oder eine hat einen One X. Und es lädt schneller durchs WLAN durch und so weiter. Apple hat natürlich das schnellste WLAN und die schnellsten Verbindungen, finde ich. Und wobei man muss Apple eins lassen, die kriegen es immer noch nicht hin, das Handy ganz fein schmal und so zu machen. Weil mein Handy ist Ja, immer das noch stimmt. kürzer als das iPhone 5. Darum kommen auch die... Wow, Lava, scheiße. Da wollen wir nicht runter.
ich will da nicht runter und die Zuschauer wollen auch nicht miterleben von meinem Screen aus, wie ich da runterplumpse. Ich hoffe mal, da wird nicht immer jetzt der Skype-Badger angezeigt, links unten. Ich hoffe mal, so klug ist Fraps, dass es den nicht aufnimmt. Ja, er ist. Fraps nimmt ja nur das Spiel, das beim Spiel läuft, und andere Software, zum Beispiel Hypercam oder so, nimmt ja nur den Desktop auf. Also wenn man jetzt da Hypercam startet und dann Minecraft spielt, dann nimmt es trotzdem den Desktop auf und nicht das Spiel. Ja gut, Hypercam, also es sind immer so fragliche Sachen. Aber beziehungsweise wie ja. Facecam, was hältst du davon? Also bei Android haben wir es ja, finde ich, ja abgeschlossen. Android ist eine Software, die ist halt so ein Zwischending. Windows ist da, keine Ahnung wie, schon wieder draußen. Ja, das war kurz Absicht, weil es bei mir gerade nicht weiter lief. Ich komme gleich wieder, ne? Skype-mäßig merke ich, ja, bist du noch drin. Ja, aber es leckt auch so ein bisschen. So ja, weil dein PC weil dein Laptop wahrscheinlich warm wird. Und dann denke ich mal, ich hackle mich hier gerade gleich raus. Aber ich bin ja über iPod, mache ich ja gerade. Ach so, Skype über iPod. Naja, gut, das macht eh keinen Unterschied. Aber das Interessante ist da dann trotzdem, dass man den Laptop oder das Handy einfach mal auf sein Fenster bringt. Meine Vira hat gerade ab, im Teil. Ja, Vira ist aus. So, jetzt, Entschuldigung. Avira nervt jeden Let's Player. Mich bisher noch nicht, aber versuch mal deinen Laptop, wenn er zu warm wird, einfach aufs Fensterbrett zu stellen. Das sollte kalt genug sein. Ja, ich zeig dann vor der Tür. So. Ja. Wobei, so kalt ist es jetzt draußen auch nicht. Ja, gut, stimmt. Aber wahrscheinlich kälter als hier innen. Ja, gut, klar. Ja, ganz kurz, wo bist denn du? Weil ich bin immer noch in diesen Main-Gängen und weiß jetzt nicht, wo ich lang soll. Ich auch Angst, meine mich gerade hoch. Ich kann auch wieder runtergehen den kompletten macht Weg. Macht ja auch keinen Sinn, dass ich jetzt farme, wenn wir uns dann ja nicht mehr finden. Oh, Lava. Ja, jetzt darf ich mal kurz querfeldein wieder runtergehen und dich suchen. Also ich war da, wo ich disconnected bin das erste Mal. Da, wo ich, und da, wo die Kohle war. Am Ende vom Gang, da bist du dann anscheinend nicht mehr weiter. Ich versuche dich jetzt querfeldein zu suchen, weil der Name sehe ich hier auch nirgends. Ja. Ich könnte hier zwar ranzoomen, aber ich glaube, das wird das Problem trotzdem nicht beheben. Oh, ich sehe aber Gold. Schön. Das hat der Zoom voll gebracht. Wir haben jetzt ein paar Steinchen Gold gesammelt. Ganz kurz mal, das iPhone 4 hat ja einen A5-Prozessor, ne? Mhm. Oder? Ja, ja. Genau. Und das iPhone 5 und der iPod 5 haben auch einen A5, oder? Das iPhone 5 hat einen A6. Ah, okay. Ach so. Okay, und wenn jetzt ein Red Snow Update kommt, dann gibt's dann schon den Jailbreak für iPhone 4S und iPod 5, aber noch nicht für iPhone 5. Ich vermute mal fürs iPhone 5 auch, weil, wobei für den A6 und A6 Plus, naja gut, die sind eigentlich ziemlich alle gleich aufgebaut. A5 und A6, darum gibt's jetzt immer noch kein Tesseract oder Untesseract oder irgendwas, Jailbreak, auf jeden Fall meinte ich offiziell. Und, soll eigentlich für alle gleich leben. Okay. Ja, weil ich warte immer noch auf einen Jailbreak für iPhone 4S, weil ich dann natürlich damit aufnehmen kann und das einfach noch besser ginge. Du kannst aber vermutlich, warte, ich könnte dir die App schicken, theoretisch, aber du kannst sie nicht installieren. Dieses Display Recorder, das sollte auf 2 Kernen flüssig laufen, weil wozu hat man 2 Kerne, um 2 Prozesse gleichzeitig auszuführen? Beziehungsweise virtuelle Kerne machen dasselbe, die, kann ich jetzt einfach mal Textpack-mäßig erklären, die haben ein, also du hast einfach mehr Eingänge für den einen Kern. Folglich sozusagen mehrere Kerne. Aber virtuelle Kerne, da du halt keine physischen Kerne hast, dadurch hast keine, zum Beispiel fürs Rendering ist es gut, fürs Spielen macht das keinen großen Unterschied. Darum, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, ist zum Beispiel der i5 2500K auch besser als der i7, weil es keinen Unterschied macht, ob du 8 Kerne hast oder 4 Kerne machst im Spiel. Mhm. Da zählt die Leistung der Kerne. Und ich suche dich jetzt querfeldein und ich finde dich nicht.
Und ich kann auch keine Sachen eingeben, das finde ich auch doof bei dem Server. Irgendwie. Zum Beispiel slash GUD wäre nice. Wäre aber auch Cheat. Slash Fly kann ich glaube auch nicht eingeben, aber ich kann auch nicht slash Spawn eingeben. Ich weiß nicht, man muss ja Cheats aktivieren. Vielleicht kann man das beim Server auch erst irgendwie einstellen. Muss ja bei der Server Datei da. Ja, also wenn du mich suchst, ich bin in der Schlucht. Ah, okay, die hat aber gut, eine Decke. Da mal hin. Die hat eine Decke irgendwie und da ist viel Lava. Da war ich auch letztes Mal schon mal mit dem anderen Kollegen von TechRape LPs. Oh, ja, das ist ja ein schöner Lavastrom. Da gehe ich jetzt mal ganz schnell weg. Ach, hier war ich auch mit dir ja schon mal. Boah, hoch, ne? Fettsack. Der ist über die Weihnachtsferien anscheinend ziemlich fett geworden. Oder beziehungsweise das ist fett geworden, das Minecraft-Männchen. Also, ich bin jetzt hier mal wieder da in der... Also aus dem Strip-Mining raus da. Und jetzt laufe ich hier mal. Ich kenne mich halt in der Höhle noch nicht so gut aus. Du warst hier schon oft genug mit mir. Hey, ich sollte glaube Reis Minimap mal installieren, oder? Wäre nice, oder? Ja, Minimap ist nicht schlecht. Aber die hat bei mir ziemlich geleckt. Super, ne? Ja, gut, ich weiß ja nicht, wie es sich auf meinen Server auswirkt, aber wahrscheinlich wird es auch laggen. Ja, Optifine. Wir sehen ja Optifine plus Server nicht gut. Und nicht zu empfehlen, außer man hat keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, am Internet oder am PC, am CPU, wobei der nicht so stark ausgelastet ist. Ja, der eine erste Kern ist 100% ausgelastet, ist ja fast klar. Die anderen mit gerade mal irgendwas um die 20-30%, naja, geht eigentlich. Also ich bin jetzt hier mal auch in so einer Schlucht und hier ist fett Lava. Erstmal, ich bin da gerade reingefallen, war ziemlich knapp. In Lava. Reingefallen, oder? Ne, also ich bin nicht in die Lava halt, ich bin auf den Stein gefallen, aber es war knapp, dass ich nicht... Achso, ja gut, in Lava kannst du hier auch fallen, theoretisch. Ja, wenn ich halt... Musst du halt schnell rausgehen. Sehr schnell. Ja. Tja, ich sammle hier mal Kohle, weil wir haben schon Level 18, ist ja schön, wir leveln und leveln und leveln. Wir springen von Level zu Level zu Level. Nein. Try to swim in Lava, ja, das habe ich nicht gemeint. Lava schwimmen ist nicht wie ja. Im Whirlpool schwimmen, da wird dein Körper nicht nur warm. Aber du kannst beruhigt sein, ich hatte fast nichts, also. Ja, ja, außer 10 Diamanten und so. Du kannst dir von mir aus runterfallen mit 10 Diamanten, sag ich die einfach ein. Aber hier bitte nicht in Lava schwimmen, Lava ist hier tabu. Nur VIP ja. Only. Hast du eigentlich um dein Haus irgendwie so eine Sperre gemacht, dass man da nichts abbauen kann? Oder so? Nein, habe ich nicht. Weil ich kann da zum Beispiel nicht reingehen in dein Haus, da geht die Tür dann wieder zu. Ja, aber ich habe keine Sperre reingemacht. Okay. Es liegt anscheinend am Server. Also alles liegt am Server. Serverarbeit ist zwar schön und gut, aber immer mit vielen, vielen, vielen Bugs verbunden. Ja. Und meistens kommen die nicht durch den Server selber oder durch die Programmierung, sondern durch die wunderbare Internetverbindung in Deutschland. Ich mache mir hier mal eine neue Steinspitzhacke, wenn ich darf. Kannst du gern machen. Kannst aber auch gerne Eisen machen, weil Eisen, wir haben Eisen in Fülle und Hülle und wir haben eigentlich auch Kohle in Hülle und Fülle. Aber ich sammle ja trotzdem weiter. Ja, dann mache ich mal Eisen. Ich breche Gronks Rekord in Kohle. An Folgen wahrscheinlich nicht, da bin ich ein bisschen doch zu faul, um täglich Minecraft zu bringen. Deswegen, ich vermute mal, der hat es jetzt schon circa 2 Wochen gezockt, aber... Das ist jetzt eine andere Sache. Was könnte ich denn jetzt machen? Soll ich wieder zur Höhle laufen, oder? Ja, kannst du machen. Kannst du mich hier mal suchen. Versuch ja, mal schauen. Suchen. Mal schauen, ob ich dich sehe. Laufe ich mal hin. Ne, ich spiele eigentlich gar nicht so viel Minecraft am PC, weil es einfach nicht so viel Spaß macht. Privat, oder? Zockst du nicht viel? Ne. Ich zock halt Pocket Edition. Ja, ich zock allgemein kaum Minecraft, weil Minecraft geht mir halt nach einiger Zeit einfach auf die Eier, wenn ich so viel aufnehmen muss. Und Minecraft bzw. allgemein zocken alleine ist ja halt immer ein bisschen doof. Ja. Ohne LP das macht das halt, auch wenig ich Spaß. Ich verstehe es auch manchmal nicht. Also ich zock dann wieder mal und dann wird es mir wieder langweilig und dann zocke ich wieder mal oder so, aber
So kontinuierlich jeden Tag oder so, das wäre mir auch zu viel, glaube ich. So, jetzt muss ich mir wahrscheinlich eine Eisenspitz machen. Aber beziehungsweise halt, ich muss meine Diamantenspitzhacke verwenden und ich habe hier so viel Kohle. Und ich habe doch scheiße geil, ich habe Holz, ich habe Holz, ich habe Holz. Yes. Ja, Holz sollte Holz. man immer mitnehmen für neue Sachen, ne? Sonst stelle ich mal ein Teil, wo kann ich es hinstellen? Hier ist alles voller Kohle, die Zuschauer. So ein Kohleparadies habt ihr nicht. Böse. So, ich muss mal hier So. eben suchen. Halt, ich brauche einen Ofen. Ich brauche einen Ofen, scheiße. Ich will ja nicht so viele. Ja, gut, Kohle ist ja kein Problem hier. Das größere Problem ist, wo ich den Ofen dann hinstelle. Wahrscheinlich fast schon, bietet sich fast schon an, das Ganze neben den Crafting Table zu stellen. Und ich kann doch vier, ich glaube vier. Ja, ich kann vier Spitzhacken machen. Cool. Ja, ich habe ja manchmal, wenn ich Minecraft am PC spiele, mache ich so, ich mache peaceful an und gehe erstmal in die nächste Höhle mit Holz und dann ja, stelle ich da meinen Crafting Table hin, meinen Ofen und dann kann Ja, man sich findest du ja mich vielleicht oder eins nach dem nicht? anderen bauen. Oder kannst du mich finden? Siehst du mich vielleicht irgendwo? Nee, ich bin noch am Suchen. Ah Gott, ich kenne mich in der Map überhaupt nicht aus. Das ist ja schade hier. Ist ja auch meine App. Map. Meine Ja. App. Na gut, so gut bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich eine eigene App hab oder verdient hab. Jetzt kann ich mit einer Eisenspitze, ich könnte es mir ja markieren, ich habe genau eine Fackel, das ist ja voll. Fett hat keiner von euch, ne? In Minecraft so einen Erfolg zu haben, eine Fackel zu machen, zu haben. Ich könnte mir ja mehr machen, aber ich habe keinen Bock, Holz zu verschwenden. Ui, ich will auch eine Minimap. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich mal wieder bin. Aber Minimap funktioniert auch auf Servern, wenn man eigentlich nicht auf dem Server direkt ist, oder? Ja, ich verstehe es Oh, auch da nicht haben ganz, wie wir die ja Mods schöne beim Server Spawner, 2 Meter funktionieren, von. das speziell installieren oder so. Ja, die muss man irgendwie installieren, aber ich weiß nicht, Modloader vermute ich. Ah, Eimer, okay. Eimer, 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 Eimer. Ich habe hier. Was war denn das hier jetzt gerade? Schön Eisen auch gefunden. Kiste, lass ich mal hier. Ach, sehr schön. Ich habe hier ein. Wie heißt es denn? Scheiße, ich habe es wieder vergessen. Ah, ich habe unser oder dein Haus wiedergefunden. Ja, schön, ist ja nicht schwer. Du sollst aber nicht das Doch, für Haus mich schon. wiederfinden oder sondern mich wiederfinden. Ja, ich habe bloß Ein erstmal schöner. wieder das Haus gesucht, weil ich sonst total irgendwo anders wäre. Und jetzt vom Haus kann ich mich dann wieder orientieren. So ein bisschen. Wie viel Uhr ist es denn? Ich guck mal ganz kurz hier auf meinen Wecker. Okay. Fast 18 Uhr. Spielen wir ja schon dann, wie lang? Eine Stunde? Ja, so irgendwie, pipapo, wir haben ja Zeit, wir haben ja Ferien. Ich weiß ja nicht, Genau. muss ich was tun oder muss ich nichts tun? Ich muss nichts tun. Ja, bald fängt die Schule wieder an. Da muss man dann wieder. Ja, da gehen auch die LPs jetzt mal richtig los. Da gibt Ja. es fett Need for Speed Underground und fett Minecraft, sobald die Abstimmung erfolgt ist. Mit den Texture Packs, bitte nochmal fett abstimmen, wenn ihr das hier seht. Also bitte schön da Däumchen hoch für die Lieblings-Texture Packs. Ihr könnt auch mehrere auswählen, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Im Endeffekt entscheidet es sich eh, welches Texture Pack dann die meisten Klicks hat. Also ist nicht schlimm, wenn ihr zwei anklickt. Weiß ich wenigstens vielleicht, was als nächstes kommen soll. Das zweitmeiste wird dann halt vielleicht das nächste. Wird sich alles zeigen, wird sich alles zeigen. Ich glaube, den Ofen und die Workbench lasse ich mal hier. Und hier riecht es lecker irgendwie. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz auf Stumm schalten, ne? Kann ich auch das Spiel spielen, weil ich könnte auch mal durchhusten irgendwie. Meine alten Raucherlunge, ne?
Irgendwie hat sich echt festgesetzt in letzter Zeit, also jetzt kann ich euch irgendwie was sagen, dass ich rauche seit, oder beziehungsweise als irgendwie ein paar mein altes Video da gesehen haben, als ich ein bisschen erkältet war. Komm, verbrennen wir das hier. Faden brennt sich ja gut. Deswegen brauchen wir Faden? Brauchen wir nicht. Ach was, Quacks. Keine Ahnung, wie man das sagt, aber den brauchen wir auf keinen Fall. Dann laufe ich mal extra hierher. Ich mach